Herzlich willkommen bei Open Rally 2020. Ich begrüße ganz herzlich meinen Mitgastgeber Jörg Lorach und unseren heutigen Gast, den Religionswissenschaftler Michael Blume. Herzlich willkommen in unserer Runde. Hallo ihr zwei, hi. Hallo und herzlich willkommen. Das Thema lautet ja, fördert Religion und Religiosität ethisches Handeln? Jetzt ist vielleicht eine der ersten Fragen, dass wir die Begriffe mal klären. Was verstehst du denn unter Ethik, unter Religion, unter Religiosität, vielleicht auch unter Spiritualität? Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass wir inzwischen unterscheiden können, auch in der Hirnforschung, in der Evolutionsforschung, zwischen den biologischen Grundlagen, ja, also Sprachfähigkeit, Musikalität, Religiosität, Spiritualität und dann den kulturellen Ausprägungen davon. Also Sprache, Musik, Religion, Meditation zum Beispiel. Das heißt, wir haben für diese ganzen Bereiche verschiedene biologische Ausstattungen und die prägen wir dann aus in Kultur. Es ist also nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Wenn wir sprechen, dann üben wir immer gleichzeitig Natur und Kultur aus und genau das Gleiche ist, wenn wir beten oder wenn wir meditieren oder wenn wir Musik spielen. Es ist also immer beides dran beteiligt. Und Religiosität können wir also definieren als Glauben an überempirische Akteure, an höhere Wesen. Das ist dann eine Beziehung zu einem Jemand. Das ist dann also eine soziale Beziehung. So wird die auch empfunden. Spiritualität dagegen als Erfahrungen von Transzendenz, von Ich-Auflösung, Ich-Erweiterung. Die kann religiös sein, muss aber nicht. Auch ganz nicht religiöse Menschen können spirituelle Erfahrungen haben. Und es gibt sogar spirituelle Traditionen, wie zum Beispiel im Zen-Buddhismus, wo man versucht, alle personalen Elemente auszuschließen. Also gerade nicht sich auf eine Personalität zu beziehen. Da kann es zum Beispiel heißen, wenn du den Buddha siehst, dann töte ihn. Das würde jetzt ein Theist über Gott oder Jesus oder Ähnliches natürlich nicht sagen. Also da sehen wir, gibt es den Unterschied. Ethik ist wiederum die Disziplin, in der wir über Handeln, über moralisches Handeln reflektieren und nachdenken. Das heißt, sozusagen die Metaebene, wenn dir deine Religion sagt, es ist richtig, Menschen zu opfern, dann kommt darüber dann die ethische Ebene, die fragt, ist das richtig? Also das heißt, die moralischen Lehren werden dann noch einmal reflektiert und beurteilt und diskutiert. Und deswegen klingt Ethik auch immer ein bisschen säkular, weil es sozusagen eine Ebene noch drüber steigt und sagt, wir schauen uns auch die religiöse Moral an und gucken, ob das so passen kann. Ja, da haben wir schon mal eine Ausdifferenzierung von Begriffen jetzt hinbekommen. Jetzt bist du ja Wissenschaftler und Wissenschaftler arbeiten mit Korrelation und mit Kausalität. Das heißt, es kann ja durchaus sein, dass Dinge korrelieren, die gleichzeitig auftreten, wie zum Beispiel jemand, der sich ethisch verhält und der gleichzeitig religiös ist oder jemand, der spirituelle Erlebnisse macht, aber mit dem ethischen Handeln vielleicht nichts zu tun hat. Also die Bezüge herzustellen, das wären dann Kausalitäten, dass die Dinge sich bedingen. Inwiefern treten Dinge gemeinsam auf? Lässt sich was beobachten, dass da auch Faktoren da sind, die Einflüsse haben? Hat Religion Einfluss auf ethisches Verhalten? Ja, und es ist tatsächlich so, dass Religion wie Sprache, Musik, Kunst auch immer in Wechselwirkungen stattfindet. Also ein berühmtes Beispiel ist zum Beispiel, dass Menschen in Gefängnissen häufiger religiös werden, also Strafgefangene. Und dann gibt es jetzt natürlich böse Stimmen, die sagen, aha, das bedeutet, die Kriminellen, also Religion macht kriminell, das bringt die Leute ins Gefängnis, weil Leute im Gefängnis sind durchschnittlich religiöser. Aber der reale Zusammenhang ist, dass wenn ich quasi in eine Situation komme, ich werde beschuldigt, ich bin ausgestoßen, ich bin eingesperrt, ich habe nicht mehr viele Möglichkeiten, dass dann Religion als Option, mit mir selbst, mit anderen fertig zu werden, Sinn zu suchen, Gemeinschaft zu suchen, dann auch wieder attraktiver wird. Das heißt, es ist also eine ständige Wechselwirkung, es wirkt immer das eine auch auf das andere. Ein Bereich, über den ich selber sehr viel geforscht habe, ist Religion und Demografie, dass Religiöse im Durchschnitt mehr Kinder haben, also Fromme im Durchschnitt mehr Kinder haben. Auch das ist nicht banal. Es gibt zum Beispiel in einigen Religionen Zölibatäre, die eben gerade keine Kinder haben und sich in den Dienst der Gemeinschaft stellen und die möglichst kinderreich quasi begleiten. Und da ist dann natürlich auch immer die Frage, sind die Religiösen kinderreicher, haben die mehr Kinder oder sind Leute, die mehr Kinder haben, werden die religiöser?
Und es ist tatsächlich natürlich auch wieder da beides der Fall. Wenn ich viele Kinder habe, dann brauche ich religiöse Dienstleistungen stärker, Schulen, Kindergärten, Freizeitaktivitäten. Ich mache mehr Erfahrungen von Unsicherheit, von Bedrängnis und dann kann Religion, können Religionsgemeinschaften dann auch attraktiver werden. Umgekehrt lehren die meisten Religionsgemeinschaften, seid fruchtbar und mehret euch. Und das auch nicht, weil es in ihnen eingeschrieben wäre biologisch, sondern weil die Religionsgemeinschaften, die es heute noch gibt, natürlich über Generationen weitergegeben wurde und kinderreiche Religionsgemeinschaften einfach stärker bestehen. Also die Shaker waren eine christliche Gemeinschaft im 19., 20. Jahrhundert, die gesagt haben, Zölibat für alle. Die sind relativ schnell wieder geschrumpft. Da gibt es heute nur noch eine Gemeinde mit 3 Leuten. Und die Amish sind eine andere christliche Gemeinschaft. Die waren eigentlich sehr klein, aber die sind extrem kinderreich und sind jetzt bei etwa 300.000 und verdoppeln sich alle 15 bis 20 Jahre. Und jetzt zur Frage Ethik. Jetzt beginnt natürlich genau die Debatte, okay, also Religiosität hat das Potenzial, kinderreiche Familien zu fördern. Und die einen sagen, super, ja, das ist genau, Religion fördert das Leben oder kann das Leben fördern. Und die anderen sagen, Katastrophe, wir haben doch eh Überbevölkerung, wir haben Klimawandel. Die Religionen sollen damit aufhören, auch noch den Leuten zu sagen, dass sie viele Kinder haben sollen. Also dann kommt quasi die Metaebene rein. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Und das ist nochmal eine ganz andere Frage als innerhalb der Religion. Wenn ich sage, Gott liebt Kinder, seid fruchtbar und mehret euch, ist sein erstes Gebot, dann werde ich das als moralisch gut empfinden, viele Kinder zu haben. Wenn ich aber von der Perspektive rangehe und sage, 8 Milliarden Menschen schafft der Planet nicht, und gerade wir in den reicheren Ländern, wir verbrauchen viel zu viel, dann kann diese gleiche Aufforderung, viele Kinder zu haben, ethisch auch negativ gewertet werden. Und dann ist man in der spannenden ethischen Diskussion. Ja, jetzt könnte man ganz generell fragen, wie macht das der Religionswissenschaftler? Ja, wie misst man denn sowas wie Religiosität, Religion oder auch ethisches Handeln? Wie geht ihr da vor? Also natürlich ist das Klassische, ist die Selbstbekundung, wie religiös schätzen sich Menschen selber ein. Aber da nehmen wir auch enorme Unterschiede wahr. Also der Begriff religiös im Japanischen hat eine ganz andere, oder Chinesischen, haben ganz andere Konnotationen als bei uns. Und selbst zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich gibt es da große Unterschiede, die jeweils aus der Kulturgeschichte hervorgehen. Ein laizistischer Staat sieht Religion kritischer und versteht es als eine private Form. Ein Staat zum Beispiel wie Deutschland mit einer sogenannten hinkenden Trennung, wo Religion als Wertelieferant in der Öffentlichkeit durchaus noch geschätzt wird, hat eine ganz andere Perspektive drauf. Deswegen guckt man auch stärker auf die Praxis, wie häufig wird meditiert, wie häufig wird gebetet, wie häufig wird gespendet. Dann schließlich seit neuestem eben zum Beispiel auch die Hirnforschung, also wo wir dann schauen können, wenn Menschen beten, wenn sie meditieren, was passiert da im Gehirn, welche Areale werden vom Gehirn aktiviert, welche werden gedämmt. Da hat man also inzwischen vielfältige Zugänge. Und wie das halt so oft ist in der Wissenschaft, wenn ein Phänomen multidimensional ist, verschiedene Facetten hat, dann ist es am besten, die Ansätze zu kombinieren. Also ich gebe nur ein Beispiel. Im Christentum ist zum Beispiel der Gottesdienstbesuch für Frauen und Männer eigentlich vorgeschrieben. Im Islam und im Judentum ist es aber so, dass der Besuch der Synagoge oder der Moschee nur dem Mann vorgeschrieben ist und für die Frau freiwillig ist. Wenn ich das also nicht berücksichtige und das einfach nebeneinander lege, dann sieht es so aus, als wären Christen im Durchschnitt religiöser Christinnen, weil sie häufiger den Gottesdienst besuchen. Ich muss also da berücksichtigen, dass auch der Gottesdienstbesuch in unterschiedlichen Religionskulturen unterschiedlich den Geschlechtern zugewiesen werden kann. Also von dem her, klare Antwort, multidimensional, nie Religion nur mit einer sozusagen Perspektive anschauen. Es ist nun mal ein vielgestaltiges Phänomen und deswegen bringt es erst was, wenn ich verschiedene Perspektiven draufwerfe. Ich habe jetzt gerade gestern gelesen, Heinrich Bedford Strom lobt bei einer Kirchensitzung, dass es eine Entschließung gab von Bischof der ungarischen Lutheraner und so weiter. Da sind wir jetzt drin in dem Verhältnis von Kirche auch zu Staat. Und er schreibt da oder er spricht in der Verlautbarung, dass Christen berufen sind, Zeuge zu tragen für Werte wie Wahrheit, Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Menschenwürde, Minderheitenschutz. Wie siehst du da gerade die Reise im Verhältnis auch von Religion und Politik, weil Fundamentalismus auch wieder auf
ja, sehr stark in den sozialen Netzwerken transportiert wird, auch Politik sich nochmal umgestaltet und da das Spannungsverhältnis sich intensiviert. Ja, ich meine, man kann daran natürlich sehen, dass sich zum einen religiöse Traditionen entwickeln. Also ein evangelischer Bischof im 21. Jahrhundert kann das sagen, Menschenrechte, Minderheitenschutz, das hätte jetzt der durchschnittliche evangelische Bischof aus dem 16. Jahrhundert eher nicht so formuliert. Und zum Beispiel der Ku Klux Klan, was auch eine quasi Bewegung ist, die sich aufs Christentum beruft und mit Kreuzen arbeitet und einen arischen Jesus verkündet, die sehen natürlich Minderheitenschutz überhaupt nicht als ihre Aufgabe, sondern halten das für Teil des satanischen Planes, die Welt umzugestalten. Also lebendige Religion wird immer interpretiert, wird immer ausgelegt. Das ist nichts, was feststeht. Man kann sich das eher vorstellen wie einen Fluss, der sich immer weiter auffächert. Manchmal fließen dann Dinge wieder zusammen und manchmal sozusagen wird die Vielfalt größer, aber es bleibt nie stehen. Inzwischen geht man mehr und mehr dazu über, in einer großen Bewegung, die eigentlich auch schon im 18. bis 19. Jahrhundert angefangen hat, aber jetzt auch deutlich mehr an Gewicht gewinnt, dass wir auch erkennen, auch politische Körperschaften, Staaten, Parteien, politische Bewegungen, Fridays for Future, sind immer auch zivil-religiöse Bewegungen. Sie arbeiten mit Mythen, sie arbeiten mit Symbolen, sie arbeiten mit Hoffnungen, mit Warnungen vor Katastrophen, wenn man ihren Lehren nicht folgt. Also die Bundesrepublik Deutschland oder die Republik Österreich oder die Schweizer Eidgenossenschaft sind natürlich auch alles Entitäten, an die ich glauben muss. Und damit ich an sie glaube, werden sie auch immer wieder in rituellen Formen beschworen. Da gibt es Neujahrsempfänge, dann gibt es Feiertage, dann werden die Mythen beschworen, die zur Gründung dieser Entität geführt haben. Man einigt sich darauf, dass es die wirklich gibt und dass da zum Beispiel Rechte und Gesetze stattfinden. Und wenn man sich ein Gerichtsverfahren anschaut, dann ist das ganz durchritualisiert. Und man nennt das also Zivilreligion. Das bedeutet, Religion und Staatlichkeit, politische Zivilreligion interagieren miteinander. Ein konkretes Beispiel, was wir derzeit weltweit erleben, der christliche Kalender, wie wir ihn heute kennen, der gregorianische Kalender, wird im 16. Jahrhundert von einem Papst eingeführt, der am alten julianischen Kalender eine Veränderung vornimmt, sogar 10 Tage überspringen lässt, damals große Panik, darf er das? Und das hat sich jetzt weltweit durchgesetzt. Auch in der islamischen Welt oder auch in China wird heute der gregorianische Kalender selbstverständlich verwendet. Man spricht sogar häufig dann schon von unserer Zeitrechnung oder Common Era, Common Time, also allgemeine Zeitrechnung. Verbirgt damit, dass das natürlich eigentlich eine ganz spezifische christlich-katholische Zeitrechnung gewesen ist, die sich aber heute weltweit durchgesetzt hat. Also da kann man jetzt auch sagen, ist das religiös? Ja, das war's. In der Grundlage, es war eine päpstliche Bulle, es war eine päpstliche Kommission, eine päpstliche Entscheidung, aber heute ist es zivilreligiös und wird auf der ganzen Welt angewendet. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns anschauen, in Japan hatten wir letztes Jahr den Amtsantritt eines neuen Kaisers, dann beginnt natürlich in Japan immer noch eine neue Zeitrechnung mit dem neuen Kaiser, aber im Alltag verwenden selbstverständlich auch Japanerinnen und Japaner inzwischen den gregorianischen Kalender. Also da kann man sehen, Religion und Zivilreligion interagieren immer miteinander und normalerweise ist das so eine Sache, Religion darf nicht völlig aufgehen in Zivilreligion, dann löst sie sich auf, weil Bürger eines Landes bin ich ja schon, warum soll ich dann noch eine Kirche oder Religionsgemeinschaft angehören, aber umgekehrt wünschen Religionsgemeinschaften natürlich auch, dass die Staaten, Parteien und so weiter Anregungen aufnehmen. Das heißt, das ist immer so ein Miteinander aus sich gegenseitig befruchten, aber auch gegenseitig abstoßen. Wenn wir so diese Institutionen betrachten, ja, wem gelingt es denn besser, die eigenen Werte weiterzugeben? Kann man das so sagen? Religiöse Institutionen machen das vielleicht besser oder die politischen oder gibt es dazu Studien oder kann man Aussagen machen dazu? Das ist tatsächlich ganz spannend, weil da kommen wir direkt zum Begriff säkular. Also säkular, das Säkulum, das Jahrhundert war eigentlich die Unterscheidung zwischen der ewigen Zeit. Ja, der Mönch zum Beispiel oder die Nonne im Kloster oder auch das zum Beispiel das goldene Altarbesteck, ja, gehörten dann zur Ewigkeit.
Und dann wurden die säkularisiert. Das heißt, also wurden wieder in die normale Welt gegeben. Der Mönch und die Nonne wurden zurück in ihre Familien geschickt und das Altarbesteck wurde eingeschmolzen und man hat Münzgeld draus gemacht. Das heißt, die wurden sozusagen aus der Ewigkeit zurückgewidmet in die Zeitlichkeit. Das war eigentlich der Ursprung des Wortes säkular. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass Politik und Recht natürlich ganz stark in die Jetztzeit einwirkt. Da sind die sozusagen stärker. Also die Frage, wie sind die Verkehrsregeln morgen? In Deutschland diskutieren wir gerade, wird ein Tempolimit eingeführt mit 130 km/h. Das sind ganz direkte Dinge, die werden beraten und abgelehnt oder beschlossen und haben dann sofort Auswirkungen. Auf der anderen Seite, wenn es um die Frage der Ewigkeit, der langfristigen Wirkung geht, also sozusagen, wie durchdrängt sich eine ganze Kultur? Wer gibt seine Traditionen an Kinder weiter, an Enkel weiter? Da sind dann quasi die Religionsgemeinschaften im Vorteil. Also man könnte sagen, es hat auf einmal ein Bundespräsident, ein sehr christlicher Bundespräsident in Deutschland so formuliert, dass er gesagt hat, Politik ist für die vorletzten Dinge zuständig und Religion für die letzten. Und ist schon ziemlich dicht dran, dass wir sagen, das Säkulare, die Jetztzeit, die wird politisch gestaltet, vor allem die langen Linien, da ist immer noch, sind die Religionsgemeinschaften einfach stärker. Da stellt sich natürlich die Frage, wie dann gelernt werden kann. Wie kann ethisches Handeln, wie kann Religion gelernt werden? Auch jetzt, wenn du sagst, die Religionsgemeinschaften stärker, findet dann die Bildung, die religiöse Bildung, die ethische Bildung in den Religionsgemeinschaften statt? Soll sie und auch zukünftig in Schule stattfinden und in welcher Form? Und wie lässt sich überhaupt Lernen oder ethisches Handeln im Religionsunterricht lernen oder in religiöser Bildung, sei mal dahingestellt, ob die in oder außerhalb von Schule stattfindet? Also ich würde tatsächlich jeder Religionspädagogin und überhaupt jedem Pädagogen als allererstes empfehlen, werfen wir einen Blick auf den Begriff Bildung, weil der ist tatsächlich auch selber direkt aus der Bibel abgeleitet. Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen, so heißt es im ersten Buch Mose. Und Maimonides, der große jüdische Gelehrte des islamischen Mittelalters, legt das dann aus und sagt, es kommt also darauf an, dass wir das, was Gott in uns allen angelegt hat, in jedem Menschen, in jedem Kind angelegt hat, auch ausprägen. Er kritisiert einen Gelehrten, der zwar alles, wir würden heute sagen, formale Wissen hat, aber nicht vom Herzen her dabei ist. Und das wiederum überträgt dann Meister Eckhart, ein christlich-mystischer Theologe, in die deutsche Sprache und führt den Begriff der Bildung ein. Und das ist sehr, sehr interessant, weil er kritisiert Mönche und Nonnen, die sich hinter Klostermauern zurückziehen und sagt, wenn Gott doch jeden Menschen nach seinem Bild geschaffen hat, dann ist auch die Frau in der Hauswirtschaft, dann ist auch der Handwerker in der Schmiede, dann ist jeder Mensch angesprochen, und das in sich auszubilden, was Gott angelegt hat, und eben nicht, dass es quasi eine religiöse Elite gibt, die sich zurückzieht, und dann auf der anderen Seite Laien, die damit gar nichts zu tun haben. Hier entsteht dieses Ideal, das wir dann später mit Begriffen wie Allgemeinbildung bei Humboldt und so weiter säkular ausformulieren. Also der Anspruch, jeder Mensch müsse Bildung erwerben können, die auf ihn oder sie zugeschnitten. Und da ist jetzt tatsächlich der Punkt, religiöse Bildung ist eine hervorragende Möglichkeit, vielleicht sogar die hervorragende Möglichkeit, sich auch mit ethischen Fragen auseinanderzusetzen. Also auf der einen Seite beispielsweise sich auseinanderzusetzen, Abrahams Geschichte, die Opferung des Sohnes, darf Gott überhaupt die Opferung von Menschen verlangen? Ja, nein, vielleicht, unter welchen Umständen, auf gar keinen Fall. Das sind sozusagen Fragen, da arbeiten sich die religiösen Traditionen ja dann auch schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden dran ab. Die Idee der Menschenwürde, die dort abgeleitet wird. Natürlich aber kann eine ethische Debatte auch ganz ohne religiöse Grundlagen auskommen oder beziehungsweise zum Beispiel im Humanismus diese religiösen Grundlagen verbergen. Da heißt es dann, naja, der Mensch hat halt eine Würde. Woher er die hat, wissen wir nicht so genau. Wir setzen das jetzt mal einfach. Und dann kann man also auch ethische Reflexion nicht religiös ansetzen. Aber im Grundsatz muss man ganz klar sagen, ist schon der Begriff Bildung ein ganzheitliches Verständnis, das direkt im religiösen Monotheismus wurzelt. Gott hat jeden Menschen erschaffen, jedes Kind, egal welche Hautfarbe, egal welche Herkunft, egal welches Geschlecht,
egal auch, ob eine Behinderung vorliegt zum Beispiel, hat Potenziale und die gilt es zu entfalten. Das wäre eine Absage an ein Trichtermodell, wo ich quasi Kindern das reinstopfe, von dem ich finde, das müssen sie auf jeden Fall so übernehmen, sondern es wäre eher ein partizipatives Modell, wo man sagt, in dir ist schon etwas angelegt und meine Aufgabe als Lehrerin oder Lehrer ist es, dass wir das gemeinsam entdecken. Ich fordere dich, ich biete dir Räume zur Entfaltung, ich erwarte aber auch was von dir, weil in dir hat Gott etwas angelegt. Und dann hört auch der Widerspruch auf zwischen Religion und Vernunft, weil dann ist eben beides natürlich angelegt von Anfang an. Und eigentlich ist dann eine gute Bildung eine Bildung, die Religion und Ethik miteinander ins Gespräch bringt. Und nicht sagt, also wenn du gläubig bist, dann musst du zu denken aufhören. Und wenn du zu denken anfängst, darfst du nicht mehr gläubig sein, sondern stattdessen immer, immer wieder über die gemeinsame Wurzel daran geht und sagt, tue das eine und tue das andere. Mhm. So Stichwort gläubig sein und Bildung, ja, kann man irgendwie sagen, gläubige Praxis oder ich sage mal salopp die Gottesbeziehung, prägt es oder motiviert das mehr zu religiösen Handeln oder ist es so die Konvention, das was man so in der Bildungslandschaft lernt, ja, alltäglich gesprochen sozusagen, die Glaubenspraxis in der Gemeinde, Bildung, Schule, ja, was motiviert hier mehr? Also es ist tatsächlich so und da kann man vielleicht auch die Menschen ein wenig entlasten, die da tätig sind. Religiosität, religiöse Empfindungen, Erfahrungen werden dann stärker aktiviert, wenn wir in existenzieller Not leben. Also Not lehrt beten. Wenn wir ein Erdbeben haben, wenn wir einen Krieg haben, wenn wir der Coronavirus die Menschen verunsichert, dann ist es etwas, wo Menschen instinktiv stärker dazu tendieren, sich nicht nur soziale, sondern auch überempirische Verbündete zu suchen. Dann werden Gottheiten und Engel und so weiter wieder relevant. Aber leider auch zum Beispiel auch Dämonen, Teufel, also auch die Vorstellung von bösen Wesenheiten werden dann stärker aktiviert. Ja, Antisemitismus zum Beispiel kommt dann auch stärker zum Tag. Es gibt ja nicht nur positive Formen von Glauben. Ich kann ja auch glauben, die Welt wird von bösen Mächten beherrscht. Wenn es Menschen aber längere Zeit sehr gut geht, wenn sie in sicheren Verhältnissen leben, wenn sie abgesichert sind, Krankenversicherung, Rechtsstaatlichkeit, höhere formale Bildung, dann ist es tatsächlich der Fall, dann wird auch Religiosität seltener und schwächer aktiviert, dann geht es eher in eine spirituelle Richtung und deswegen würde ich also sagen, sollte man einfach sensibel sein, was brauchen Menschen wann, in welcher Lebenssituation, in welcher Lebensphase. Das Modell, das in der einen Situation wunderbar funktionieren kann, kann in der anderen völlig floppen. Mir hat das einmal ein Dekan einer evangelischen Kirche aus einer Stadt in den neuen Bundesländern geschildert. Ganz eindrucksvoll, da gab es in Erfurt gab es einen Amoklauf. Ein Schüler ist in eine Schule eingedrungen und hat dort um sich geschossen und hat Menschen ermordet. Und in dieser Stadt, wo der Dekan tätig war, völlig säkularisiert, 2/3 der Menschen hatten überhaupt keine religiöse Bildung, geschweige denn, dass sie Kirchenmitglieder waren. Es war also eine überwiegend säkularisierte Stadt, aber das Bedürfnis nach Deutung wurde so groß und nach Trost und Halt, dass plötzlich Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schulklassen in die Kirchen gekommen sind. Die haben einfach die Kirchen aufgemacht, weil die Menschen irgendetwas gesucht haben, um diese Erschütterung aufzufangen, damit umzugehen, zu weinen, zu trauern, Rituale zu vollziehen. Und da waren dann plötzlich die Kirchen der Ort. Die Leute sind nicht in die Kneipe gegangen und die Leute sind auch nicht ins philosophische Café gegangen, sondern in dieser Situation der Erschütterung sind sie plötzlich in die Kirche gegangen. Und zwar viele, die seit Jahren, Jahrzehnten oder teilweise noch nie eine Kirche betreten hatten. Und das zeigt, glaube ich, das wird ja häufig so auch gesagt, ja, Religionsgemeinschaften als Tankstellen für die Seele, dass es da durchaus eine Funktion gibt, dass man religiöse Institutionen auch dann pflegen kann, wenn die Leute das Gefühl haben, ich brauche es gerade gar nicht. Es ist wichtig, dann da zu sein, wenn es die Leute brauchen. Ich würde deswegen auch zum Beispiel den Weihnachtsgottesdienst nicht verspotten, dass es viele Menschen gibt, die das ganze Jahr über nichts mit Kirche anfangen können, aber dann in der Weihnachtszeit doch das Gefühl haben, da fehlt was und das dann aufsuchen, da würde ich sagen, verbietet sich jede Arroganz,
sondern das ist eigentlich ein ganz menschlich natürliches Verhalten. Die Zeit wird dunkler, ich werde damit konfrontiert, ob Erfolg alles im Leben ist. Ich muss mit meiner Familie klarkommen, wir sollen alle zusammen feiern, wie überlebe ich das nur? Und dann kann plötzlich ein Weihnachtsgottesdienst tatsächlich alt. Jetzt ziehst du immer wieder Entwicklungslinien in die Geschichte rein und zeigst, wie sich die Dinge dann entfalten. Es gibt ja immer wieder auch so Epochen der Menschheitsgeschichte, die ganz stark mit den Medien verbunden sind, mit der Sprache, mit dem Erwerb von Schrift und der Buchdruckkultur. Und im Moment sind wir wieder an so einer Schnittstelle, an so einem revolutionären oder reformatorischen vielleicht sogar Moment, dass die Digitalisierung uns herausfordert, nochmal neu zu überlegen, was gilt denn eigentlich, was trägt im Leben. Und Open Rally hat jetzt gesagt, wir lassen mal alle Weltreligionen zu Wort kommen und wir können mal schauen, wo ist denn so eine gemeinsame Schnittmenge und haben gefunden, die goldene Regel könnte hier, also ganz einfach gesprochen, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu oder handle steht so, dass die Maxime deines Handelns auch für andere trägt. Ist die goldene Regel tatsächlich so ein ethisches eine Übereinkunft, bei der auch jetzt im Blick auf Digitalität, man Verbindungen, Gemeinsamkeiten entdecken kann? Und gibt es noch andere Gemeinsamkeiten, ethische zwischen Religionen und Überzeugungen, Glaubensgemeinschaften? Ja, also da sprichst du tatsächlich zwei große Themenkreise an. Das eine ist die sogenannte goldene Regel und die silberne Regel, so wird es auch manchmal genannt. Also die silberne Regel wäre tatsächlich, was du nicht willst, was meine Tür, füge auch keinem anderen zu. Das heißt, tue nicht dem anderen, was du nicht auch willst, dass dir selber getan wird. Und die goldene Regel geht noch ein Stück weiter. Die sagt ja sogar, tue dem anderen, was du für dich selber wünschst. Also das heißt, ich darf, bei der silbernen Regel ist, wenn du nicht geschlagen werden willst, ja, dann schlage den anderen auch nicht, also tue nicht. Und die goldene Regel wäre sogar zu sagen, wenn du möchtest, dass dir jemand zuhört, dann hör auch dem anderen zu. Also werde aktiv, geh auf den anderen zu. Das ist dann natürlich sozusagen noch ein Schritt weiter. In der Evolutionsforschung, in der Mathematik und so weiter ist das in letzter Zeit stark bestätigt worden, weil wir in der sogenannten Spieltheorie, also wenn man sozusagen Akteure miteinander hundertfach und tausendfach interagieren lässt, sich tatsächlich diese Regeln immer wieder herausbilden. Eine Gesellschaft, in der es eine silberne oder goldene Regel gibt, eine Gemeinschaft, wird da tendenziell einfach erfolgreicher sein, wenn sie Methoden findet, dass dann auch wirklich nicht sozusagen Trittbrettfahrer die anderen ausbeuten, die alle an die goldene Regel glauben, sondern sie muss dann Wege finden, wie sie auch gegen Missbrauch dessen vorgehen kann und dann ist das ein erfolgreiches Modell. Medien sind ein riesengroßer Schlüssel. An dem Buch, an dem ich jetzt gerade arbeite, ist es tatsächlich, wird es das Schlüsselthema sein. Weil wir das in der Vergangenheit einfach enorm unterschätzt haben. Ich bin vom Beruf in Baden-Württemberg Beauftragter gegen Antisemitismus der Landesregierung von Baden-Württemberg. Und der SEM, wo das Wort Semitismus herkommt, da glauben immer noch viele Leute, das wäre der Begründer einer Rasse. Ja, Juden und Araber, und die sind eine Rasse. Das ist völliger Quatsch. In der jüdischen Tradition gibt es zum einen überhaupt gar keine Rassen. Es gibt Jüdinnen und Juden aller Hautfarben, afrikanisches, chinesisches Judentum. Man kann dem Judentum beitreten, da passiert überhaupt nichts mit der Genetik, sondern der Shem, auf den es zurückgeht, der Noah-Sohn Shem, gilt in der jüdischen Tradition als der Erste, der in ein Lehrhaus gegründet hat, eine Schule, würden wir heute sagen, eine Schule gegründet hat und in Alphabetschrift unterrichtet hat. Alphabet direkt aus dem Hebräischen, Aleph Bet, die ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Es entsteht zum ersten Mal ein Schriftsystem mit maximal 30 Buchstaben, das super einfach zu lernen ist und zum ersten Mal das Ideal, dass jedes Kind lesen und schreiben können soll. Dass chinesische Schriften, ägyptische Schriften, babylonische Schriften, die waren groß und älter, aber mit Hunderten und Tausenden von Schriftzeichen schwer zu lernen über Jahre hinweg. Und jetzt entsteht zum ersten Mal das Ideal, jedes Kind kann lesen und schreiben lernen. Von Shem wird dann im Talmud berichtet, er habe nicht nur Abraham unterrichtet, sondern auch dessen Sklaven Eliezer. Im Judentum haben wir bis heute in der Bar Mitzwa oder Bat Mitzwa wird der Junge oder das Mädchen eingeführt als Erwachsen. Und zwar, indem sie zeigen, dass sie lesen können. Wenn sie lesen können, regnet es Bonbons. Und im christlichen Kontext erkläre ich das gerne mit dem Beispiel eines guten jüdischen Jungen, von dem man
sicher auch bei Open Rally von verschiedentlich gehört hat, nämlich Jesus, der im Alter von 12 Jahren seinen Eltern in Jerusalem verloren geht, den die Eltern im Tempel wiederfinden, wie er mit Schriftgelehrten diskutiert. Und was für uns heute absolut banal klingt, ja, ein 12-jähriger Hochbegabter, der mit Schriftgelehrten diskutiert, war vor 2000 Jahren eine absolute Sensation. In keiner anderen Kultur als eben der jüdischen war es damals normal, dass auch der Sohn eines Tekton, eines Zimmermanns, eines Handwerkers selbstverständlich lesen und schreiben gelernt hat. Eine Tora-Rolle besteht bis heute aus 4805 handgeschriebenen Buchstaben. Nur dann ist es eine koschere Tora-Rolle. Und auch die nachfolgenden semitischen Religionen, Christentum, Islam, Bahai, haben alle heilige Schriften auf der Basis von Alphabeten. Ja, also wer Bibel oder Koran zu Hause hat, kann nachschauen, immer Alphabetschrift. Da ist quasi nicht mehr im Mittelpunkt eine Statue oder ein Berg oder eine Flamme, sondern jetzt ist es eine heilige Schrift. Was bedeutet das? Das bedeutet umgekehrt auch, dass mit jedem neuen Medium, das auftritt, unsere gesamte politische, religiöse, pädagogische Kultur umgewälzt wird. Nach dem Buchdruck war Europa nicht mehr das gleiche wie davor. Wir haben die Reformation, wir haben den Hexenwahn, den Hexenhammer 1486, wir haben das Täuferreich von Münster, wir haben den 30-jährigen Krieg, dann die Aufklärung. In der islamischen Welt wird der Buchdruck nicht eingeführt in arabischen Lettern und prompt bleibt die islamische Kultur stehen, stabil, aber entwickelt sich auch nicht weiter und ab dem 19. Jahrhundert stürzt die islamische Welt in eine tiefe Krise, in der sie bis heute drin ist und beispielsweise ein Kemal Atatürk versucht dann wieder das Alphabet zu verändern. Radio und Film, 20. Jahrhundert, Aufstieg der Nazis, Aufstieg von ganz neuen Formen von politischer Mobilisierung, aber auch zum Beispiel die katholische Kirche, die sehr clever darin ist, Radio auch zu nutzen. Der Papst wird zum neuen Symbol im Fernsehen. Seine Symbolik strahlt jetzt über die ganze Welt und der aktuelle Papst twittert sogar. Also das heißt, mit jedem neuen Medium verändert sich die gesamte Kultur und in genau so einer Situation stecken wir jetzt mit dem Internet wieder. Auf der einen Seite großartige Möglichkeiten und Potenziale. Open Rally ist ja auch, nutzt ganz gezielt die Digitalität für neue Formen der Diskussion, der Lehre, des Nachdenkens. Aber auf der anderen Seite eine Verrohung, ein Hass, Anstieg, Antisemitismus, rechtsextremer Terrorismus, islamistischer Terrorismus. Wenn ihr euch zum Beispiel den sogenannten Islamischen Staat anschaut, die Leute behaupten, sie wären Salafisten und vertreten einen Urislam. Aber im klassischen Salafismus gab es ein striktes Bilderverbot. Die heutigen Salafisten dagegen arbeiten massiv mit Bildmedien, weil sie das für ihre Propaganda schlichtweg brauchen. Man könnte sagen, also sowohl die neuen Potenziale wie aber auch der Hass treten heute digital auf. Und die Pädagogik ist erst dabei, dazu darauf Antworten zu finden. Ich denke zum Beispiel, Open Rally ist ein Teil einer Suche, wie wir jetzt eigentlich Lehre und Reflexion neu denken. Und wenn ich das noch sagen darf, ich wäre ja sehr gerne jetzt auch live dabei gewesen, muss aber an dem Tag nach Cambridge und wir machen jetzt eine Aufzeichnung. Ich bin zum Beispiel wahnsinnig gespannt, wie die Studierenden das erfahren, ob sie eine Aufzeichnung als wohltuend empfinden, weil man sie sich immer wieder anhören kann, weil man drauf eingehen kann in Ruhe oder sagen, nein, es fühlt sich anders an, wenn es live ist. Das sind alles solche Dinge, die gerade stattfinden und von Virtual Reality, was die nächste Welle sein wird, da sind wir ja gerade erst auf dem Weg dahin, kann ich schon sagen, aus den ersten eigenen Erfahrungen, das wird noch einmal unsere Pädagogik grundlegend umwälzen. Ja, du hast vorher schon von der goldenen Regel und der silbernen Regel gesprochen. Jetzt würde mich interessieren, siehst du hier einen Weg von einem, wie soll ich sagen, reflexiven Konstrukt mal, ja, das gibt es in allen Religionen, hin zu einer praktischen Umsetzung, ja, also hast du wahrscheinlich mehr Einblick als wir, ja, welche Bestrebungen gibt es hier wirklich, dass alle Religionen hier gemeinsam auch auftreten und sagen, ja, das wollen wir verwirklichen, das wollen wir leben, ja. Wir nehmen Religion ja auch sehr oft in der Diversität wahr, ja. Genau. Ja, da habe ich tatsächlich große Hoffnung, weil ich es auch erlebe. Also klar, als Wissenschaftler gucke ich drauf, wie sich zum Beispiel Werteinstellungen verändern und dass heute zum Beispiel auch über 80% der Muslime in Europa sagen, sie wollen unbedingt in einer Demokratie leben.
Das ist jetzt nicht über theologische Reflexion in erster Linie geschehen, sondern einfach, dass man lebenswerklich feststellt, es ist wichtig, ich kann meine Meinung sagen, ich kann mich engagieren, ich muss keine Angst haben vor dem Staat. Und gerade Menschen, die aus autoritären Systemen geflohen sind, schätzen das dann sehr hoch und verlangen das dann auch von den Religionen ab. Ja, also auch ein Präsident Erdogan in der Türkei kann heute nicht mehr einfach das Sultanat ausrufen. Er muss sich weiter als demokratischer Präsident gerieren. Auch ganz egal, wie er das selber sieht, er steht in einem Erwartungshorizont, selbst fromme Muslime, die ihm nicht mehr durchgehen lassen würden, wenn er jetzt sagt, ich bin kein Präsident mehr, ich bin jetzt wieder Sultan. Das würde sozusagen, das ist da einfach passiert. Ja, das lässt sich nicht mehr einfach zurückdrehen. Was mir auffällt, gerade auch aktuell, ist, dass das stark in die persönliche Reflexion geht. Ich bin selber evangelischer Christ, meine Frau ist Muslimin. Da gibt es ein riesiges Interesse dran. Andreas Malessa hat eine Biografie geschrieben, eine Blume für Sarah, gestern am Valentinstag. Also waren wir da zum Beispiel in eine Kirchengemeinde eingeladen und wurden interviewt, wie man eigentlich als Christ und als Muslimin gemeinsam leben kann. Über 20 Jahre, 3 Kinder, keine Toten. Ja, wie geht das? Und da merken wir, dass offensichtlich für ganz viele Menschen, die wollen das gar nicht so hoch theoretisch irgendwie über abstrakte Herleitungen, sondern die wollen dann einfach wissen, wie macht ihr das zusammen, wie ist das mit dem Essen, wie erzieht ihr eure Kinder, wie gebt ihr denen Namen. Also ganz praktische, lebensweltliche Fragen. Und da wird ganz genau geguckt, wie man da miteinander umgeht und das aushandelt. Und das gibt mir so ein bisschen einen Mut, wo ich das Gefühl habe, dass Menschen dann quasi auch auf das Kleine gucken. Nicht nur die Weltpolitik schauen, sondern eben auch zum Beispiel sich fragen, wie funktioniert eigentlich Ehe heute? Was bedeutet es heute, ein Mann zu sein? Ist die goldene Regel vielleicht auch etwas, was in einer Ehe Anwendung finden sollte, dass eben nicht einer das Sagen hat und der andere pariert, sondern dass man tatsächlich versucht, da aufeinander einzugehen. Und da habe ich eigentlich die Hoffnung her, dass das sozusagen stattfindet. Ethische Reflexionen haben wir heute im Bereich Ernährung, dass Leute zum Beispiel auch ich dann gesagt haben, okay, ein Beitrag gegen Klimaerwärmung, CO2-Reduktion ist, dass ich auf Fleisch verzichte. Das sind also ganz kleine Reflexionen, die bei einem selber anfangen, dass ich sage, die Massentierhaltung, die schädigt ja nicht nur das Tier, die schädigt auch den Planeten, die vergeudet Energie und setzt Methan frei und. Das heißt, da kommt dann jetzt nicht die große Philosophie zum Tragen, sondern das eigene individuelle Verhalten. Und ich würde sagen, das ist angewandte Ethik und ich erlebe da ein großes Interesse der Menschen dabei. Wir sind gestern wenig über Koran und Bibel gefragt worden, viel über Gott und Jesus und quasi das personale Element. Aber die Leute wollten vor allem wissen, wie macht ihr das ganz, ganz konkret in eurem Leben? Und ich würde sagen, vielleicht hätte man da vor 50 Jahren noch die Nase gerümpft. Aber ich würde sagen, das ist angewandte ethische Reflexion im Alltag. Und das interessiert Menschen, die haben sogar Eintritt bezahlt, um sich das sozusagen anzuhören. Für meine Frau und mich fühlte sich das erstmal komisch an, aber wir haben ehrliches Interesse erfahren. Vielleicht wagen wir zum Schluss auch nochmal so einen Ausblick. Wo geht denn die Reise hin? Gerade in diesem Ringen befindet man sich persönlich, befinden sich Institutionen. Wie kann sich religiöse Bildung weiterentwickeln? Und du sagst, das ist vor allem dann der Fall, wenn sie sich in Einklang bringen kann mit den Medien der Zeit und die nutzt, für Bildungszusammenhänge zu nutzen, um dann auch ethisches Handeln zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Du selber machst das auch persönlich, indem du sagst, Facebook und Twitter geben mir zwar eine riesige Resonanz, aber die sind Teil von großen Konzernen, die auch die Gesellschaft auf eine ganz ungute Art transformieren. Und im Moment sind es nicht Klöster oder Akademien, kirchliche, die Internetbetreiber sind und die Infrastruktur des Netzes hin, sondern es ist eben Facebook, Amazon, Google und so weiter. Und du sagst, an der Stelle spiele ich zum Beispiel das Spiel der Konzerne nicht mit, denn ich muss dieses mit den Medien ganz anders für mich gestalten. Oder du sagst, ich hätte gerne ein elektrisches Auto, denn der Klimawandel ist was, das ist hat eine globale Auswirkung und das ist vor allem deshalb der Fall, weil Öl in verschiedenen Staaten Abhängigkeiten schafft und wir müssen weg von diesem Rohstoff.
Genau, also du triffst für dich persönlich Entscheidungen und du stellst sie auch immer wieder in den globalen Rahmen. Und ich denke, religiöse Bildungsprozesse könnten sich genauso auch arrangieren lassen oder weiterentwickeln lassen. Wo geht denn die Reise hin? Wie könnte man miteinander lernen und dann auch dieses Lernen wirklich ganz alltagsrelevant umsetzen? Es ist tatsächlich so, wie du es auch schilderst, und ich muss auch zugeben, dass mir das jetzt nicht sozusagen zu Hause passiert ist, sondern ich hatte ein humanitäres Projekt im Irak geleitet und war dann ganz massiv damit konfrontiert, eben mit Globalisierung. Wir holen das Öl aus diesen Regionen, wir finanzieren jede Miliz oder jeden Diktator, der es schafft, die Ölquellen zu kontrollieren, Saudi-Arabien beispielsweise, und gleichzeitig heizen wir damit noch unseren Planeten auf. Das heißt, ich wurde sozusagen direkt damit konfrontiert, dass lokales Handeln und globale Prozesse miteinander interagieren. Das, als Wissenschaftler weiß man das theoretisch, aber wenn man dann zum Beispiel diese Dörfer sieht, die zerstört wurden, und da gibt es in der ganzen Region nichts mehr, was produziert wird, außer Öl, dann wird einem das nochmal alles bewusst. Also der Klimawandel ist halt keine Theorie mehr, sondern in Syrien haben wir jetzt schon die Auswirkungen seit den 2000er Jahren, eine Dürre nach der anderen, die Bauern strömen in die Städte, die konfessionellen Konflikte brechen aus, Sunniten gegen Alawiten und Christen, und dann jetzt haben wir einen Bürgerkrieg. Und wir stecken mit drin, unsere Art des Konsumierens, unsere Art des Lebens hat damit natürlich zu tun. Umgekehrt haben mich aber auch ganz viele Muslime gefragt, was ist los mit dem Islam? Wir waren doch mal so eine Hochkultur, jetzt bricht hier alles zusammen. Viele Muslime haben eine massive Glaubenskrise. Es gibt also in der islamischen Welt eine massive Polarisierung. Wir haben einerseits Leute, die sich hinter Verschwörungsmythen zurückziehen, radikalisieren, antisemitisch unterwegs sind, und andererseits sehr, sehr viele Menschen, die sich zurückziehen, die mit der Moschee gar nichts mehr zu tun haben wollen. Im Iran ist eine massive Säkularisierung. Die junge Generation hat überwiegend von Religion also den Rand voll sozusagen, und diese Prozesse zu vergleichen, zu verstehen, miteinander ins Gespräch zu bringen, das ist sozusagen etwas, was ich wirklich nur empfehlen kann. Ich kann als Prognose sagen, dass wir derzeit, nicht nur als Prognose, schon als Beobachtung, auch in den USA, auch in den skandinavischen Ländern und so weiter, eine Gleichzeitigkeit haben. Wir haben einerseits durch das Internet eine Radikalisierung von kleineren Milieus, die sich in eigene Blasen abschotten. Und wir haben auf der anderen Seite eine massive Säkularisierung, dass Menschen nämlich ihre Weltdeutung nicht mehr in der Kirchengemeinde brauchen, auch nicht mehr im Museum, sondern das alles online bekommen können und in ihren jeweiligen Emotionen verstärkt werden. Du hast es erwähnt, mein Ausstieg aus Facebook und Twitter hatte zum einen damit zu tun, dass Facebook Breitbart News angenommen hat, aber ich hatte das in Medienethik in Karlsruhe mit meinen Studierenden auch mehrfach reflektiert. Wir müssen uns einfach klar machen, bei werbefinanzierten sozialen Medien sind wir nicht die Kunden, wir sind das Produkt, unsere Aufmerksamkeit wird verkauft. Und das bedeutet, die Algorithmen sind so programmiert, um unsere Aufmerksamkeit zu maximieren. Wenn du Katzen magst, kriegst du den ganzen Tag Katzen geliefert, hin und wieder mal einen Hund, dass du dich drüber aufregst. Wenn du dich für italienische Politik interessierst, kriegst du den ganzen Tag italienische Politik. Wenn du dich für die Bibel interessierst, dann läuft deine Timeline voller Nachrichten, die mit der Bibel zu tun haben. Und wenn du antisemitisch oder rassistisch drauf bist, dann kriegst du den ganzen Tag Meldungen, was Flüchtlinge angeblich wieder alles ausgefressen haben. Und auf die Art und Weise wird alles, was ohnehin in dir steckt, weiter verstärkt, wird dann auch noch in sozialen Gruppen, Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen unter Umständen weiter angeheizt in geschlossenen Gruppen und radikalisiert sich. Das bedeutet, ich wage jetzt schon die Voraussage, wir werden diese Polarisierung weiter haben. Wir haben ein Zusammenbrechen klassischer Medien wie Bücher und Zeitungen. Wir haben ein Aufleben neuer Medien, sogenannte soziale Medien, aber auch Radio und Streaming, Filme beispielsweise, Serien kommen wieder, komplexeres Erzählen, aber eben stärker orientiert an deinen und meinen emotionalen Bedürfnissen. Jeder von uns kann jetzt sozusagen seiner Gefühlslandschaft folgen. Und deswegen glaube ich, wird das für Institutionen ein Problem. Kirchen, die eigentlich eine integrative Funktion gehabt haben, müssen sich auf immer mehr Milieus einstellen, bröseln auseinander. Aber auf der anderen Seite gibt es die große Sehnsucht dann auch wieder nach Halt und Zusammenkommen. Und deswegen glaube ich, müssen wir damit rechnen,
eine beschleunigte Säkularisierung, Individualisierung auf der anderen Seite und ein intensiveres, leider teilweise auch radikaleres Glaubensleben auf der anderen Seite. Und da ist natürlich jetzt also religiöse Pädagogik, religiöse Lehre in Schlüsselposition. Schaffen wir es, die guten, gemeinschaftssinnstiftenden Elemente von religiösen Mythen, Symbolen, Ritualen zur Geltung zu bringen, ohne gleichzeitig Parallelgesellschaften zu begründen, die den Rest der Gesellschaft verachten und ablehnen. Das ist sozusagen die Herausforderung, vor denen steht jede Art religiöser Lehre und letztlich auch jede Art von religiösem Leben. Das 21. Jahrhundert wird also auf jeden Fall spannend und Religionen werden eine große Bedeutung darin spielen und wir werden auch weiterhin den Kalender von Jesus Christus verwenden. Ja, wir haben jetzt einen großen Bogen gezogen von den Institutionen, von den Religionen, über die Medien, über die Bildung, hin auch zum individuellen, persönlichen Handeln. Ich nehme mit, wir brauchen beides und so wird es wohl auch bleiben. In unser aller Namen ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, auch jetzt im Vorhinein diese Aufzeichnung zu machen. Ich bin schon sehr gespannt, welche Reaktionen, welche Diskussionen unser Gespräch auslösen wird. Und Michael Blume hat uns auch zugesagt, wenn ihr, liebe Teilnehmer, auch Fragen formuliert, ja, dass er gerne bereit ist, die dann in schriftlicher Art und Weise zu beantworten, so dass wir das dann in unsere Gespräche, in unsere Dialog mit hineinnehmen können. Genau, also ich würde gerne anbieten, auch weil das ja auch immer noch so ein bisschen auch alles Experiment ist, zum einen stehe ich dem Seminarteilnehmer zur Verfügung, ich würde aber auch die Aufzeichnung bei mir auf den Blog stellen, auf den Wissenschaftsblog, sodass Leute auch darüber diskutieren können, sich in die Diskussion einbringen können. Es ist ja kein Naturgesetz, dass man das Internet den Radikalen aller Seiten überlassen muss, sondern unter Umständen gibt es ja auch wieder Räume, wo man reflektiert, sich austauscht, auch über die schweren Themen und dabei sogar mal schmunzeln und lachen kann und Hoffnung leben kann. Ich danke euch herzlich und grüße jetzt schon alle Seminarteilnehmenden und allen, die sich das dann auch auf YouTube oder so gegeben haben. Macht's gut und gerne bis bald. Ja, vielen Dank für dieses Schlusswort und auch von mir nochmal einen großen Dank für die Impulse, die hier geliefert worden sind. Bildung ist das, was das in Menschen hervorbringt, was da eben angelegt ist und ihn dabei begleitet. Und insofern verstehen wir dieses Kurssetting genau dazu, dass das Netz und die Bildung hier möglich ist, dass die Dinge in Resonanz gehen, wie zum Beispiel Mitgefühl, Miteinander, religiöses Lernen und dass wir die positiven Aspekte versuchen, hier zu verstärken, miteinander ins Spiel zu bringen. Dazu die nächsten Wochen herzliche Einladung bei Open Rally im Rally-Chat und auch im Gespräch auf dem Blog beispielsweise von Michael Blume. Vielen Dank und ich freue mich auf den Austausch. Wunderbar. In diesem Sinne, bis bald, Open Rally.